Ja, da sind die. Ja, vorwärts. Gut beladen. Das ist so der Grund, warum ich gerne den nimmervollen Beutel dann hätte. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Euer Ende ist nah! Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ich tu's. Sag, was gewiss. Naja, die Gletscher-Yetis sind jetzt nicht so stark. Geben aber auch nicht so viel Erfahrungspunkte. Das Zeug und du kriegst Bestgegenstände. So, okay. Wie kann es soll geschehen? Auf in den See! Das war der Yeti-Häuptling. Mögen die Götter euch gnädig sein. Okay, der trägt kein Abzeichen. Euer Dieses Ende Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Wort. Euer Leben ist verwirrt! Ich sollte auch gleich mal gucken, wie die Munition aussieht bei unseren Fernkämpfern. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Wort. Okay, alle tot. Alle tot. Du hast nur noch ein Stick und du hast auch nur noch ein Stick. Also Bolzen 160 und Kugeln auch 160. Dein Befehl weiter. Noch haben wir mehr als Munition im Munitionsgürtel. Ich bin froh, dass sie den eingebaut haben. Also ja, wir haben den Zugang zum Eistunnel, den Zugang zum Museum. Zum Museumskeller. Wir haben die wackelige Brücke. Wir haben sehr viele Tote, Trolle und Yetis jetzt. Wie sieht's mit Level-Ups aus? Bei den beiden wird das eine ganze Weile dauern. Bei dir auch noch eine Weile. Du bist... Ihr zwei seid näher dran. Du bist der Nächste, okay. Ja? So, jetzt sag, was du von mir wir willst. Uns hier es soll geschehen. Unten vor. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Was? Ich tu's. So. Die Steine weg. Wie kann sofort? Das waren die letzten drei Trolle, die ich hier unten gesehen habe. Sieg!
Aber es gibt garantiert hier am Ende noch mindestens ein oder zwei Trolle, ja. Ich schlag dich in Stücke. So. Was ist los? So soll es geschehen. Gut, und das ist der gesamte Würmzahngletscher, bis auf das hier drüben. Sieht auch wieder recht schön aus, das Gebiet eigentlich. Wenn man sich so ansieht, mit dem ganzen Eis und den Statuen und allem. Ja, wir könnten in den Museumskeller gehen. Ich würde eher wahrscheinlich eher tendieren, den Eistunnel erstmal anzuschauen. Dann den Museumskeller und dann das Museum an sich. Und ja, übersichtskartenmäßig sind wir noch in Dorntief. Okay. Eigentlich habe ich gedacht, dass Dorntief, dass der Würmzahngletscher sein eigenes Ding hat. Naja. Okay. Wie lautet deine Aufgabe? Ein bisschen Heilung. Vita, Mortis. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita, Mortis. Kann ich helfen? Vita, Mortis. Das war für euch beide. Vita, Mortis. Vita, Mortis. Vita, Mortis. Sag mal, einverstanden. So. Gut, das heißt erst den Eistunnel und dann den Museumskeller. Weil wenn, dann ist die böse Operationsbasis im Museum selber. Okay, der Eistunnel ist nicht sonderlich groß. So soll es geschehen. Da ist die Straße nach Kuldaha. Und zum Museumskeller geht's hier auch. Und hier? Nach Unterdorntief. Okay. Wie kann ich vorwärts? Okay, verschlossen. Schon mal. Ja, jetzt haben wir den Würmzahngletscher. Jetzt können wir erstmal nach Kuldaha zurückreisen. Gewiss. Um Sachen zu verkaufen und uns einen nimmervollen Beutel zu kaufen und was wir sonst noch so kaufen wollen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Naja, nach Unterdorntief brauchen wir erstmal nicht, solange wir den Würmzahngletscher nicht fertig haben, weil... Was? Woran hast du mit an? Dein Befehl, gewiss. Wie bereits erwähnt wurde, wir brauchen die Abzeichen der Hauptmänner und einer herrscht im Würmzahngletscher auf jeden Fall. So, der Yeti-Pace, der leider nicht mehr viel wert ist. Kaufen. Gut. Die
ganzen Langschwerter sind dafür einiges was wert zusammen. Die Kettenhemden plus 1 sind sogar noch mehr wert. So. Ja, die Scharfschützenarmbrüste. Oh, Magierdolch plus 3. Mal gucken. Kurzschwerter, Dolche. Zum Glück verfällt bei denen. Blitzhalt haben wir einen. Helm verkaufen wir. Ja, die Langschilder und der verstärkte große Schild ist nicht wirklich was wert. Conlans Hammer, den wollen wir nicht verkaufen. Bücher und Edelsteine verkaufen wir beim Gemischtwar. Ja, und ansonsten nichts. Aber Bronzeschlüssel. Hast du nicht den Schlüssel? Nein. Okay, das heißt, das Ding brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Evanes Tagebuch brauchen wir noch. Bei dem Wein bin ich mir nicht sicher. Aber die restlichen Sachen können wir verkaufen. Die beiden Sachen können wir verkaufen. Magierdolch. Bringt der dir was, wenn du den da trägst? Ist die große, große Frage. Bringt er dir was, wenn du ihn da trägst? Ja, da würde er dir was bringen. Ach, behalt ihn einfach mal. Kannst ihn ja in der zweiten Hand tragen. Das hier ist eine plus 3er Streitaxt halt. Kalabaks Tagebuch? Achso, ja, okay, das ist das. Das heißt, die Axt, die behalten wir auch mal als Andenken. Die Axt kann verkauft werden. Wie lautet deine Aufgabe? In Ordnung. Ja, einverstanden. So, die kann weg. Sag was sofort. Evanes Tagebuch nicht, das ist für ihren Vater. Ja, was Geldmittel angeht, sind wir wieder etwas flüssiger. Sofort. So, bei dir. Du hast den Immerfeuerbeutel nicht, den hat höchstwahrscheinlich der Magier gehabt. So, Terikans Zeug brauchen wir nicht mehr. Den Bronzeschlüssel auch nicht. So. So, das war noch mal ein Batzen Geld.
Das Teil, wow, das ist aber arg viel wert.